Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um den hydraulischen Abgleich und zwar erklären wir euch die 7 häufigsten Irrtümer rund um den hydraulischen Abgleich und ihr werdet natürlich auch erfahren, lohnt sich das überhaupt bei mir im Einfamilienhaus einen hydraulischen Abgleich nachträglich durchzuführen. Alles weitere gibt es gleich nach dem Intro. Irrtum Nummer 1. Der hydraulische Abgleich ist bei den meisten Heizungsanlagen bereits gemacht. Das stimmt nicht. 80% der Anlagen in Einfamilienhäusern sind nicht hydraulisch abgeglichen. Das hat zur Folge, dass teure Heizenergie verloren geht oder Heizkörper, die sehr weit vom Heizkessel entfernt sind, nicht richtig warm werden. Auch kann es zu Fließgeräuschen kommen. Und nur weil eine Heizungsanlage neu ist, in einem Neubau oder weil sie zum Beispiel saniert wurde, ist das kein Garant dafür, dass der Abgleich durchgeführt wurde. Dieser ist zwar technische Vorgabe, aus verschiedenen Gründen kann es aber sein, dass dieser trotzdem nicht durchgeführt wurde. Irrtum Nummer 2. Der hydraulische Abgleich einer Fußbodenheizung ist nicht möglich. Das stimmt nicht. Im Gegensatz zu Heizkörpern kommen bei Fußbodenheizung allerdings keine voreinstellbaren Thermostatventile zum Einsatz, sondern für jeden einzelnen Kreis sogenannte Volumenstromregler. Und die seht ihr hier unten. Das ist also so ein Fußbodenheizungsverteiler. Jeder einzelne Kreis, jeder einzelne Raum kommt hier an. Und hier oben sind die sogenannten Volumenstromregler, wo für jeden Kreis die genaue Durchflussmenge eingestellt werden kann, wie der entsprechende Kreis auch benötigt. Irrtum Nummer 3. Der hydraulische Abgleich lohnt sich in Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen nicht. Der hydraulische Abgleich ist nicht nur etwas für Großanlagen oder Mehrfamilienhäusern, auch für kleinere Heizungsanlagen lohnt er sich bereits. Die Investitionskosten für so einen Abgleich liegen in einem Einfamilienhaus etwa bei 1.000 Euro und das amortisiert sich bereits nach 8 Jahren, denn wir haben jährliche Einsparungen bei den Heizkosten von bis zu 10%. Aber wie sich das genau aufschlüsselt, das seht ihr jetzt in der folgenden Infografik. Wir sehen eine Gegenüberstellung der Optimierungsmaßnahmen für Heizungsanlagen, unter anderem den Austausch der Pumpe, den nachträglichen hydraulischen Abgleich oder wenn beide Maßnahmen zugleich durchgeführt werden. Als Beispiel ist hier ein Einfamilienhaus mit 110 Quadratmetern aus dem Baujahr 1983 aufgeführt. Der Pumpentausch zum Beispiel kostet 300 Euro, der hydraulische Abgleich 690 Euro und zusammen liegen wir dann bei 990 Euro. Zu sehen sind jeweils die jährlichen Einsparungen und die dazugehörigen Amortisationszeiten. Irrtum Nummer 4. Für den hydraulischen Abgleich findet man doch gar keinen Handwerker. Das ist teilweise richtig, denn nicht jeder SHK-Betrieb bietet auch die Leistung des hydraulischen Abgleichs an. Ihr braucht aber auf jeden Fall einen echten Heizungsfachmann, denn beim hydraulischen Abgleich sind ja unter anderem auch Heizungsventile zu tauschen. Diese müssen auch berechnet werden, anschließend müssen sie auch eingestellt werden und unter Umständen sind auch Heizkörper zu tauschen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen echten Heizungsprofi, einen SHK-Betrieb der Innung am besten. Wenn ihr so einen noch sucht, falls ihr ihn nicht habt, auf unserer Internetseite shk-info.de, dort steht für euch eine Handwerkersuche zur Verfügung. 24.000 Fachbetriebe in ganz Deutschland stehen da bereit. Irrtum Nummer 5. Bei einem hydraulischen Abgleich müssen alle Heizkörper erneuert werden. Das stimmt nicht. Die meisten Heizkörper in einer Heizungsanlage können so für die neue Anlage übernommen werden und müssen meistens nur hydraulisch abgeglichen werden. Bei einigen wenigen Heizkörpern kann es aber dazu kommen, dass diese erneuert werden sollten, weil dann die Heizfläche vergrößert wird. Das hat den Sinn, dass wir dadurch unsere Systemtemperaturen verringern können. Und dadurch wird ein neues Heizsystem erst so richtig effizient. Irrtum Nummer 6. Beim Einsatz einer Brennwertheizungsanlage ist ein hydraulischer Abgleich nicht mehr nötig. Im Gegenteil, der hydraulische Abgleich macht eine solche Brennwertheizungsanlage erst so richtig effizient. Denn bei zu hohen Rücklauftemperaturen werden die Nutzungsgrade einer solchen Heizungsanlage gar nicht erreicht. Und der hydraulische Abgleich sorgt nun mal für möglichst niedrige Rücklauftemperaturen und in diesem Fall auch für mehr Effizienz. Irrtum Nummer 7. Der hydraulische Abgleich ist nicht zwingend erforderlich.
Das stimmt so nicht. Der hydraulische Abgleich ist ein Bestandteil einer jeden Heizungsanlage und gerade wenn eine Anlage neu gebaut oder saniert wird, ist es ein zwingender Bestandteil. Das ergibt sich aus verschiedenen technischen Anforderungen, aus verschiedenen Vorgaben oder aus gesetzlichen Grundlagen, wie zum Beispiel Energieeinspargesetzen. Dort steht geschrieben, dass die Wärmezufuhr in einen Raum so einreguliert werden muss, dass sie auf den Bedarf angepasst ist. Und eben genau das machen wir bei einem hydraulischen Abgleich. Wir haben jetzt schon einiges erfahren über den hydraulischen Abgleich. Und für euch haben wir jetzt noch einen Online-Rechner, wo ihr selber ausrechnen könnt, ob sich bei euch die Durchführung des hydraulischen Abgleichs auch lohnt. Den Link dazu haben wir euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und wir zeigen euch aber kurz hier im Video noch den Online-Rechner. Den habe ich jetzt hier vorne einmal aufgerufen und schaut doch mal mit zu. Wir geben einfach an, dass ich ein Hauseigentümer bin, dass es sich um ein Einfamilienhaus handelt. Wir geben die Postleitzahl an und einmal kurz auf Weiter und dann werden noch weitere Fragen gestellt. Wie zum Beispiel die Wohnfläche wird abgefragt, Baujahr des Gebäudes und ob das Haus schon saniert wurde. Gehen wir in den nächsten Schritt. Es werden ein paar Fragen gestellt zum Heizkessel, zum bestehenden Heizsystem, aus welchem Baujahr das ist und um welchen Typ von Heizung es sich handelt. Dann gibt es noch eine letzte Abfrage über die Thermostatventile und über die Pumpe. Und da können wir direkt zum Ergebnis schalten und schauen uns das mal an. Und der Rechner sagt uns schon, das wäre wirtschaftlich. Und wir sehen hier auch die Kosten und auch die Amortisationszeit und die jährliche Einsparung für unseren hydraulischen Abgleich. Ja, da klickt gerne rein. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und das war es auch schon hier mit unserem Video. Wenn euch das hier gefallen hat, hinterlasst uns auf jeden Fall einen Like, teilt es auch gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao.